guter Auftakt für uns, wo wir gesagt haben, okay, das ist ein Spiel, was wir gewinnen können. Da sind schon ein paar gute Jungs dabei, ne? Im Jahr zuvor, glaube ich, standen wir einen Platz über dem Strich. Ich glaube, wir hatten 31 Punkte. Also es war relativ eng. Und ja, dann gehst du natürlich in die neue Saison und hoffst irgendwie, dass es besser wird als das Jahr zuvor. Das erste Spiel in Bochum war dann halt ein guter Auftakt für uns, wo wir gesagt haben, okay, das ist ein Spiel, was wir gewinnen können. Und ja, ich glaube, die Bilder werden es gleich zeigen. Wir sind furios gestartet und am Ende war es dann ein spektakuläres Spiel. War unglaublich heiß, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Da sind schon ein paar gute Jungs dabei, ne? Ja, also schöne Bilder, wenn man gerade in der jetzigen Zeit sieht, welche Stimmung dort herrscht und wie viele Zuschauer und Fans da ausgelassen feiern. Was, woran man sich gerne erinnert und was man natürlich sich auch für die Zukunft wieder wünscht. Juan in seinem ersten Spiel dann direkt ein Tor geschossen, was für ihn jetzt auch vielleicht nicht das typischste Tor war, dass er mal so ein bisschen mit den 16er geht und dann aus dem Spiel heraus das Tor macht. Aber trotzdem, und da hat man schon gesehen, da war dann ja auch ein der wenigen Momente, wo er dann auch mal ein Stück weit aus sich rausgegangen ist. Also teilweise hat er auch ein bisschen Verhalten dagegen geholt und das war in dem ersten Spiel sicherlich nicht so. Spielte einfach, war einfach eine gute Atmosphäre. Stadion ausverkauft, wir haben gut gespielt, alle waren euphorisch und ja, das sieht man in dieser Szene sehr gut. Dann fällt auch eine gewisse Last von einem ab, wenn man im ersten Spiel denkt, okay, läuft. In der Szene, ja, sieht man einfach seine große Qualität im Kopfballspiel und ich glaube, obwohl es sportlich nicht immer leicht für ihn war, hat er sich doch sehr wohl gefühlt hier. Ja, also wenn er so frei zum Kopfball kommt und hatte auch eine gute Höhe, eine gute Wucht hinterm Ball, ich glaube, das war schwer für den Keeper, den Ball zu halten. Raoul hat sicherlich auch die Jahre mitgeprägt in der Zeit, in der ich auch gespielt habe. Und Kopfballtor, das ist auch ein Klassiker, glaube ich. Aber auch da sieht man wieder die Flanke von Juan Arango. Nicht einfach irgendwie reingelöffelt, sondern mit viel Druck halt und gar nicht so hoch. Und dass der Kohl eigentlich nur noch den Kopf hinhalten muss. Und es stand 3-0 für uns. Das war ein kleiner Rausch. Da ist man dann schon so, dass man denkt so, ja, alles klar, läuft, was soll hier heute noch passieren? Kannte ich gut damals, ich habe mit ihm noch zusammen auf Schalke gespielt, deshalb wusste ich, er hat eine gute Schusstechnik. Den Ball trifft er eigentlich perfekt, er geht ins Außennetz, so, da ist dann für den Torwart meist kein Henkel dran. So war es auch in der Situation für mich. Leider für mich nicht zu halten. Und aber wie man an seinem verhaltenen Jubel dann schon merkt, war es eher so, okay, pff, ja gut, jetzt haben wir ein Tor geschossen, aber verloren ist das Spiel eh. Bis zu dem Zeitpunkt war es, glaube ich, auch noch so, dass man dachte, okay, das sieht trotzdem gut weiter für uns aus. Bei so einem Schuss ist eigentlich relativ schnell klar, okay, den kannst du schwer verteidigen. Da denkst du dir natürlich schon so, ey, puh, jetzt, was ist denn das? Also, wieso trifft er den Ball zweimal so gut? Aber da merkst du dann auch, okay, so, oh, hoppla, ich glaube, die Bochum haben gemerkt, oh, ist ja doch noch was drin heute. Könnte ja doch was gehen. Irgendwie, jetzt haben wir noch genug Zeit, um vielleicht dann auch den Ausgleich zu schießen. Und als Mannschaft, die dann vorher 3-0 geführt hat, kommst du dann so ein bisschen auch ins Zweifeln und denkst, na, nicht, dass da noch was anbrennt halt. Und genau in dieser Situation waren wir dann auch, als dann das 2-3 fiel und ja, halt auch durch ein wunderschönes Tor, also, muss man sagen, hat er zweimal sehr, sehr schön getroffen, den Ball, wie man hier sieht, schlägt halt direkt im Winkel ein. Also erstmal führst du 3-0 und dann ist alles leicht und alles läuft und du denkst ja klar, super, easy, neuer Start und auf einmal kriegst du zwei Gegentore und denkst,
dann kommst du halt ins Grübeln und alles wird ein bisschen schwieriger und die Beine werden ein bisschen schwerer. Und genau das passiert dann im Fußball und das passierte uns dann leider auch in diesem Spiel. Und dann ging es weiter. Überlegt ja schon, okay, was hätte man anders machen können. War ich dann durchaus in der Lage, vielleicht auch den Ball in eine andere Richtung zu geben. Also man sieht ja schon, es war dann am Ende eng. Ja, habe ich damals schon eigentlich für einen relativ normalen Zweikampf gehalten, halte ich jetzt, nachdem ich die Bilder sehe, immer noch für einen relativ normalen Zweikampf. Also das war weder böse mit dem Ellbogen geschlagen noch irgendwas. Er hat versucht, sich ein bisschen vor den Gegenspieler zu stellen. Ja, fällt auch ein bisschen theatralisch. Ich glaube, hätte es damals schon Video Assisten gegeben, dann wäre die Entscheidung wahrscheinlich zurückgenommen worden. Gefühl war eher so, dass wir enttäuscht waren. Dass man sich schon gedacht hat, okay, das kann nicht sein, dass wir 3-0 in Bochum führen zur Halbzeit, alles im Griff haben und dann das Spiel am Ende noch aus der Hand geben und nur einen Punkt mitnehmen und es aber, wenn es ein bisschen schlechter läuft, halt auch noch verlieren können. Ich glaube, da war eher die Enttäuschung groß darüber, dass wir nicht zu Saisonbeginn halt einfach diesen Lauf, den wir in der ersten Halbzeit hatten, mitgenommen haben und dann auch 3 Punkte zum Auftakt mitnehmen. Das war dann eher eine Enttäuschung. Musik